Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal ist es wieder so ein Zwangsvideo, weil ich habe keine neuen Routen gefilmt jetzt nach dem Urlaub. Auch wenn ich viel Rad gefahren bin, habe ich nicht wirklich was aufgenommen. Und ja, jetzt ist Freitag, Sonntag soll ein neues Video rauskommen. Wie ihr seht, es ist am Regnen so ein bisschen, deswegen ich sehe auch gar nichts durch die Brille. Ja, auch den Kühen hinter mir, denen ist halt eigentlich egal, dass es regnet. Mir eigentlich auch. Hauptsache Fahrradfahren. Und ja, ich muss mein Bike sauber machen. Aber ich fahre erstmal eine kleine Runde durch das Bergische. Mit dieser Kameraposition ja gar nicht anfreunden, wie lang meine Arme auf einmal sind. Ich habe auch gerade wieder so ein scheiß Problem mit der GoPro 9. Und zwar will der Touchscreen nicht wieder reagieren. Ich wollte eigentlich von dem Ultraweitwinkel ein bisschen näher rangehen. Ja, aber das Touchpad sagt, nö. Na, ihr kennt das ja, da muss man wischen und dann einmal drücken. Dieses Wischen geht schon nicht, dann kommt irgendwann dieser Balken, dann sagt er ja, ihr müsst jetzt drücken, dann drückst du und es passiert einfach nichts. Ey, GoPro, manchmal bist du echt. So, wie ihr seht, hat sich das Wetter ein bisschen beruhigt. Aber es tröpfelt immer noch so ganz leicht. Aber dadurch ist es auch wieder ein bisschen wärmer geworden. Naja, egal. Warum mache ich überhaupt wieder dieses Video? Ja, mal ein bisschen quatschen. Und zwar bin ich gerade so richtig am Planen, mal eine Bikepacking-Tour zu machen im September. Aber da merkt man erstmal, wie viele Sachen einem noch fehlen. Ich habe zwar ein Zelt, aber das ist so ein 3-4-Personen-Zelt mit übertrieben langen Stangen. Das kann ich schon mal nicht nehmen. Biwaksack oder sowas besitze ich nicht. Mann, ist das wieder dunkel hier. Und ja, deswegen benötige ich ein Zelt. Das habe ich noch nicht besorgt. Aber so eine Isomatte habe ich mir schon besorgt. Die gab es mal bei Aldi. Mal gucken, wie das Ding ist. Und da sind noch ein paar andere Sachen, die ich noch geholt habe. Also so ganz viel Kleinkram. Und ja, das geht halt auch alles ins Geld. Ne? Da willst du nur mal Bikepacking machen. Ja, am teuersten sind natürlich die Taschen. Weil davon habe ich halt nichts. Ich habe nur eine Rahmentasche und da kriegst du für Bikepacking nicht alles rein. Ja, wie gesagt, so ein paar Sachen muss ich noch besorgen. Und dann will ich den ganzen Kram einfach mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Also mein Plan ist, wenn das alles noch so aufgeht, einmal in die Eifel zu fahren, Overnighter, vielleicht was kochen, mal schauen. Und ja, und dann wieder zurück. Einfach nur mal testen. Und wenn das geil ist, will ich das auf jeden Fall mal öfter machen. Und ja. Ich habe noch ein Thema, was ich ansprechen will, aber dazu gleich. Ich fahre hier gerade echt random durch den Wald. Ich habe nichts geplant, weil ich auch ein kleines Problem mit Komoot hatte. Und zwar wollte ich die App starten und sie friert sofort ein. Ja, also bin ich jetzt einfach aus dem Kopf irgendwas gefahren. Und ja, ein Thema, was ich noch im Kopf hatte, ist, weil ich noch gerade so gehypt davon bin, sind Group Rides. Ich habe jetzt letzte Woche Donnerstag das erste Mal einen mitgemacht. Dann am Samstag einen ganz kleinen. Das war nur Rennrad. Und ja, gestern, also jeden Donnerstag macht der Laden Staub und Thea in Köln ein Group Ride, eine Feierabendrunde. Und das war gestern eine richtig, richtig, richtig geile Runde, Leute. Hat richtig Bock gemacht, richtig coole Leute kennengelernt. Und ja, man hat sich schon connected, dass man vielleicht mal am Wochenende was Größeres fahren kann, wenn meine Schicht das dann zulässt. Ne? Aber Bock habe ich eigentlich immer zu ballern. Ne?
Und da waren auch ein paar Leute bei, mit denen kann man richtig, richtig gut ballern. Und ja, deswegen, ey, Group Rides, wenn es das irgendwo bei euch gibt, Leute, macht da mit. Man lernt so geile Leute kennen. Und ja, es zieht sich ganz anders, wenn man mit anderen Leuten mal mitfährt. Weil du dann auch, ey, auf jeden Fall auch mal schneller unterwegs bist. Und ja, ey, kann ich wirklich nur zu raten. Hat richtig Laune gemacht. Und ja, wie gesagt, Leute kennenlernen. Ganz wichtig in diesem Sport. Dann macht es auch mehr Spaß. So Leute, das Fahrrad ist wieder fresh geputzt und sieht wieder strahlend glänzend aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Mehrwert für euch hat. Ja, ein bisschen geschnackt und ja, das ist so ein Lückenfüller-Video. Muss halt auch mal irgendwie sein, wenn man wirklich jede Woche ein Video machen will. Immer schwierig, ja, ich weiß, aber ich habe noch ein bisschen was auf dem Plan. Ist halt immer nur ein bisschen schwierig mit Familie und Schichtarbeit und bla. Ja, aber ne, nicht viel jammern. Ist halt so. Aber wie gesagt, das Bikepacking-Ding steht an und bei den Group Rides muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht auch mal ein bisschen filmen kann. Man muss natürlich immer gucken, wenn da Leute bei sind, die nicht gefilmt werden wollen. Ne? Muss man natürlich respektieren. Ja, ansonsten die üblichen Sachen. Gebt dem Video einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und schaltet ein für noch mehr Bike-Videos. Haut da rein, Leute. Ciao.